Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es darum, dass wir bei meinem Golf 2 einmal die Kennzeichen mit Klettverschlüssen befestigen. Und ich habe hier einmal welche von Amazon. Und das war von den Bewertungen her am besten. Ich zeige auch gleich nochmal, was da in dem Lieferumfang dabei war. Und genau, ich würde sagen, ich fahre den jetzt einmal kurz ein Stück raus und dann nehme ich euch mit nach hinten. Weil ich habe vorne gestern schon angefangen. Dann hatte ich leider keine Zeit mehr und ja, genau. Würde ich jetzt mal starten. Ja, der ist jetzt ein bisschen eingestaubt und alles, dadurch, dass meine Garage noch nicht fertig ist, sage ich mal. Und das ist einfach nur so eine Notunterkunft, damit er bloß nicht nass wird und alles, weil es ja nur ein reines Schönwetterfahrzeug. So, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mal mit. So. Zuallererst zeige ich euch mal, was in diesem Paket alles drin ist. Ihr bekommt dazu noch so ein Mikrofasertuch dazu. Dann habt ihr eine Anleitung und nochmal einen 10% Gutschein. Dann habt ihr noch solche Klebeteile, die klebt ihr am Ende, sag ich mal, hier hinten so drauf. Und wisst dann, wo ihr das kürzen müsst, falls ihr ein kürzeres Kennzeichen habt. Genau, dann habt ihr hier noch einmal einen Spachtel oder einen Rakel, um das Klett nachher wieder zu lösen voneinander. Natürlich nicht den Kleber, sondern nur den Klettverschluss von dem Flausch. Dann habt ihr noch ein Profilmesser drin, eins Gratiszugabe. Und dann gibt es da noch zwei Alkoholpads, beziehungsweise vier. Genauso wie einmal die Hakenseite und einmal die Flauschseite. Natürlich auch einmal für vorne und einmal für hinten komplett sind in dem Paket enthalten. Ich habe jetzt hier für, ich glaube, knapp 20 Euro bezahlt. Und würde sagen, wir legen mal los. Dafür ist es wichtig, erstmal das alte zu entfernen. Und das werde ich jetzt auch mal machen und dabei könnt ihr mal zuschauen. Das habe ich jetzt abgezogen, das war auch schon nicht mehr Kleber. Habe ich hier einmal den Kochchemie-Reiniger im Verhältnis, so wie angegeben, gemischt. Und das sprühe ich jetzt einfach einmal hier auf das Tuch. Mache das hier gut sauber. Autos Keramik versiegelt, deshalb ist das eine ziemlich glatte Oberfläche hier. Werde ich hier einmal die Sachen einmal abwischen. Und einmal mit einem Mikrofasertuch trocken machen. Kleines zusätzliches Extra habe ich dann nochmal so einen Giant Rim Prep, nicht Rim, ein Giant Prep genommen. Das ist so ein bisschen fettlösend etc. Das sprühe ich auch einmal auf für die Klebereste. So, dann mache ich das wieder trocken. Jetzt schaue ich einmal, wo das Kennzeichen ungefähr landen wird.
Das wäre hier ungefähr. Dafür nehme ich mir jetzt einmal ein Maßband sowie sowie einmal so ein Kreppband und werde mir das einmal anmarkern, damit ich weiß, dass es am Ende auch gerade ist. So, ich habe das jetzt einmal grob abgemessen. Ich habe mal schnell meine Jacke ausgezogen, weil einfach zu viel Enge war. So, jetzt hat man hier einmal diese Kleber, was ich euch eben schon gezeigt habe. Das klebt man jetzt hier auf die Rückseite und schneide das dann maßgenau ab. So. Das klebt jetzt. Nehmt euch eine Schere. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel die 48. Das bedeutet, ich schneide das jetzt hier einmal bei der 48 einmal ab. So, immer schon mit einer Rundung, weil sich sonst die Ecken lösen könnten. Rakel zur Hilfe genommen und vorher macht ihr das noch mal extra mit einem Alkoholfett sauber, die Fläche. Könnt ihr das mit dem beigelieferten Tuch einmal trocken machen. So. Und jetzt geht es auch schon ans Ankleben. Das werde ich mal nicht mitfilmen, dadurch, dass man da ein bisschen konzentrierter sein muss und werde euch am Ende ein Bild einblenden. Auf jeden Fall mache ich das so, dass ich hier links anfange, immer nur ein Stück abziehe und dann hier langsam mit dem Rakel nachgehe und immer wieder ein Stück abziehe. Und das fertige Ergebnis seht ihr dann gleich. So, wie ihr jetzt sehen könnt, ist das alles schön dran. Das muss jetzt so circa 24 Stunden trocknen. Und da sollte man das Kennzeichen mit dem Flauschrücken noch nicht dran heften. Weil dann besteht die Gefahr, dass das zusammenhaftet und dann beim nächsten Abziehen, dass das dann mitkommt. Deswegen sollte man das nicht machen. Die Kleber könnt ihr natürlich schon wieder entfernen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und jetzt geht es weiter mit dem Kennzeichenflauschrücken. Das hier habe ich gestern schon einmal vorbereitet, weil ich ja vorne schon fertig habe. Und ja, das zeige ich euch jetzt einmal. So, zuallererst könnt ihr das Alkoholtuch einmal wieder benutzen. Währenddessen könnt ihr schon mal den Flausch, indem ihr hier wieder einmal das wunderschöne Abmaß einmal draufklebt. Das sieht gut aus, wenn ich das hinhaben möchte. Genau so sollte mir das passen. So Leute, leider hat das Video nicht aufgenommen. Ich weiß auch nicht warum. Es hat auf einmal unterbrochen und das habe ich nicht mitbekommen. Auf jeden Fall kann ich das mal kurz so erklären. Ich habe das hier natürlich wieder dran gelassen, habe das abgeschnitten, habe das dann vorsichtig von einer Seite leicht gelöst auf die Hälfte, ungefähr so. Hab mir das hier angelegt und bin mit dem Rakel dann immer schön gerade
an dem Flausch vorbeigezogen, habe das immer schön stramm gehalten und bin dann immer ein Stück weiter, immer ein Stück nachgezogen, nachgeschoben, nachgezogen, nachgeschoben und so weiter und so fort. Ja, tut mir leid, dass es jetzt nicht mehr drauf ist. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video.